Ja, meine Freunde, seid gegrüßt zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir ein großes Frage- und Antwort-Special machen und habe euch gebeten, eure Fragen an mich und den Kanal so ein bisschen zu stellen bei Instagram oder Community-Updates. Hinter der Kamera haben wir wieder Markus, der mir jetzt ein paar Fragen stellt. Wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Hause. Wir waren gerade ein E46 M3 in Phoenixgelb besichtigen. Den einen oder anderen ist es ja schon aufgefallen. Ich hatte ja so ein bisschen Andeutung gemacht bei Community-Updates oder auch wieder bei Instagram. Und das wird allerdings nicht mein Fahrzeug sein. Das ist Markus' Fahrzeug, denn am Ende, er wird es bezahlen. Und jetzt muss er sich noch drüber im Klaren werden, ob er das Auto kauft oder nicht. Und je nachdem, wenn es der Fall ist, dann gibt es natürlich auch wieder ein großes Video wie beim 47i, wo wir das Auto vorstellen. Aber das ist ein bisschen noch hin und dann schauen wir mal. Ich freue mich natürlich über einen M3, auch wenn es nicht der wird. Irgendeiner wird es dann wohl werden demnächst. Ja, Markus, dann lies mir doch mal die Fragen vor. Sehr gern. Die erste Frage von Kirill. Warum machst du nicht mal ein Projekt mit einem X5, in Klammern E53, E70 oder einem 5er, in Klammern E60, E39? Na, ein E60-Projekt habe ich ja schon. Oder hatte ich ja schon, das ist ja ein E61 535D, hatte ich ja schon oder habe ich immer noch. Gibt es ja auch die Videos zu, da hatte ich ja jede Menge Rennereien mit dem Motor. X5, muss ich sagen, reizt mich derzeit eigentlich gar nicht. Ich bin nicht so der SUV-Freund, das sind so riesige große Klamotten dann auf der Straße. Also X5, X3 würde es wirklich in absehbarer Zeit nicht geben, da habe ich eigentlich noch gar keine Lust zu. Ja, ist das leider. Okay. Der Philipp O4 fragt, würde Geld absolut gar keine Rolle spielen? Welches Auto oder welche Autos würden in deiner Garage stehen? Ja, das ist eine gute Frage. Sicherlich ein Mercedes AMG SLS. Ich allerdings noch nicht gefahren. Ansonsten kenne ich mich mit den ganzen Ferrari und Lamborghini Sondermodellen gar nicht so aus, weil es einfach nicht meine Preisklasse ist. Werde ich mir wahrscheinlich niemals leisten können. Das ist aber auch okay so. Ich bin schon mal einen Ferrari F430 Scuderia gefahren. Das war ein sehr schönes Erlebnis in Italien bei knallender Hitze mit dem Auto da zu fahren. So ein Auto würde ich mir auch wiederholen. Die sind ja auch total durch die Decke gegangen vom Preis. Aber sonst kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so groß damit aus. Ja. Okay. Sebota fragt, was bedeutet der Name vom Kanal? Ja, der Name vom Kanal, das war eigentlich so ein spontaner Einfall von mir, weil mein Name ist ja Peter, ja, man soll es nicht glauben, das ist halt mein Vorname und ich dachte mir, ja, was machst du so, irgendwas Kryptisches oder so, ist ja auch doof und habe mir das eigentlich innerhalb von 5 Minuten ausgedacht und ich finde es eigentlich immer noch okay. Man hätte auch machen können, Pete's Garage oder sowas, aber so heißen viele bei YouTube, dass sie sich irgendwas mit Garage nennen. Und so heißt es halt keiner und so ist das halt gekommen. Alright. M5 fragt, meine Frage, BMW oder Benz? Ja, also es gibt auch sehr schöne Benz-Modelle, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte ja schon mal einen C63 AMG W205. Ich hatte auch schon einen CLS 63 AMG S mit diesem V8 Biturbo. War allerdings eine Langzeitmiete. Der C63 war ein Leasing und ich hatte auch schon mal einen C63 W204, war auch eine Langzeitmiete. Es ist aber schon einige Zeit her, wer meine Community-Updates so ein bisschen gescannt hat, da sieht man so die alten Autos, die ich mal gefahren bin, noch so vor einigen Jahren. Aber zurzeit eher BMW, mich reizen aber auch ein paar Mercedes-Sachen, also AMG-Geschichten. Zum Beispiel CLS 55 AMG finde ich auch wunderbar mit dem Kompressormotor. Allerdings hat sich der Maximiliano jetzt gerade erst so ein Auto zugelegt und ich will jetzt nicht einfach mir sowas holen und dann heißt es wieder, hier ist nachgemacht oder abgekupfert. Zurzeit steht da eigentlich nichts an, aber grundsätzlich bin ich für Benz Sachen auch offen. One Piece fragt, Meinung zu E92, was ist besser, E39 oder E46? Wow, das sind drei Fragen in einer. Ja, das sind drei Fragen in einer. E92 hatte ich noch nie, aber E92 M3 finde ich wunderbar. Das ist ein V8-Motor.
egal DKG oder Handschalter, kommt beides in Frage. Ich überlege ja wirklich, mir sowas zu holen, über mittelfristig gesehen, also entweder ein E46 M3 oder ein E92 M3, aber Meinung, ja, das kann man sich noch holen, denke ich, also da passt die Qualität auch noch und der V8 ist ja auch auf jeden Fall also das einzige Mal gewesen, dass ein M3 mit einem V8 rausgegangen ist. Der E39, die kann man gar nicht so vergleichen. Der E39 ist auf jeden Fall kostenintensiver, wenn man den richtig instand setzen will. Das ganze Fahrwerk ist um einiges teurer und komplizierter. Das hat mich dann am Ende so ein bisschen genervt immer. Der hat allerdings der ist wesentlich leiser im Innenraum, wesentlich komfortabler. Der hat auch mehr Wertigkeit als der E46, muss man ganz klar so sagen. Ich finde es schwierig jetzt zu sagen, der ist besser, weil ich mag die Agilität vom E46 lieber. Da kann man einfach besser auf der Landstraße fahren. Auf der Autobahn ist der E39 eindeutig besser. Was ist für dich besser, E36 oder E46 Coupé? Ja, ist doch gut heute die Frage, ne? Ja. Ich hatte überlegt, mir ein E36-Projekt nochmal an Land zu ziehen, bin jetzt aber weg davon, weil wir waren gerade, als wir den M3 besichtigt haben, der hatte auch noch einen M3 Cabrio und einen M3 Coupé, beide Phoenix-Gelb. Er hatte einen E36 28i Clubsport, ganz selten, und er hatte einen E36 M3 in Gelb, US-Ausführung, in sehr gutem Zustand. Und ich muss sagen, ich habe mich reingesetzt, E36 ist einfach nicht meine Welt. Ich weiß nicht, ich werde da einfach nicht warm mit. Ich hatte mal 2 Wochen lang von einem Kumpel ein E36 323 Ti. Der war auch ziemlich stark umgebaut, das hat richtig Spaß gemacht. Aber E46 ist einfach meine Welt so. Das Auto ist mir einfach lieber, ich kann es gar nicht genau erklären. Ich werde mit dem E36 nicht so richtig warm, Leute. Okay. Ivo Sipp fragt, um wie viel ungefähr Halt ist ein 330 Ci mit SMG schwerer als einer mit Schaltgetriebe? Du hast ja beide, was steht vom Gewicht her im Fahrzeugschein? Gute Frage, ich habe jetzt eigentlich nicht nachgeguckt, aber die werden genauso viel wiegen, weil du hast ja beim SMG nur die Hydraulik, das ist vielleicht 2 Kilo oder 3 Kilo, was die wiegt, also nichts. Und sonst hast du ein Schaltgestänge, was du beim SMG nicht hast, aber es wird sich die Waage halten, die werden bestimmt, ohne es jetzt genau zu wissen, genau dasselbe wiegen. Also wenn, dann ist da 1-2 Kilo Unterschied, mehr nicht. Mhm. Ja. Okay. Ten Pain HD fragt, wie kommt es dazu, dass du so viele E46 330i hast, anstatt mal einen E46 M3 und als Alltagsauto einen 330i zu fahren? Wenn du die beiden Clubsport verkaufst, hast du ja Geld zusammen, da der Wert deiner 330 sowieso nicht wirklich viel steigen werden, da über 250.000 Kilometer. Es hat nur ein Auto 250.000 gelaufen, das ist der Laguna Seca blaue 330er. Die anderen sind noch um einiges drunter. Dass der Wert da jetzt nicht steigt, ja, da wird jetzt nicht mehr so viel steigen, also kurzfristig gesehen steigt da jetzt nichts großartig. Das ist eine Überlegung mit dem Verkaufen und M3 kaufen. Das ist eine Frage, die mir viele Leute schon gestellt haben. Ich bin da tatsächlich am Überlegen, aber ich kann mich so schwer trennen, weil ich jetzt schon so viel selbst gemacht habe an den Autos und das natürlich ein Riesenaufwand ist, das immer so alles technisch so zu machen und alles so hinzukriegen, ja. Das ist eine Sache fürs nächste Jahr, dass ich da mal überlegen muss, ob. Also wenn ich mir ein E46 M3 hole, dann muss ich auf jeden Fall ein Coupé verkaufen. Das finanziell allein schon, und das macht auch sonst keinen Sinn, jetzt noch ein Coupé zu haben. Ja, ist noch offen, aber ich überlege mir das. Das sprechen wir auch häufig drüber. Das sprechen wir oft drüber, ja. Beta for Life fragt, würdest du mal ein Projekt wie einen Turbo-Kompressor-Umbau machen bei einem deiner E46 oder einen extra kaufen für diesen Umbau? Das ist eine gute Frage, weil ich da tatsächlich aktiv drüber nachgedacht habe, eins von den Autos auf Kompressor umzubauen, also umbauen zu lassen. Das war ein Motorrad. Ja, war ernsthaft schnell auch. Ja. Und zwar von G-Power ist es ja nicht mehr, heute heißt es Infinitas. Die machen ja Plug-and-Play-Kompressorsysteme für die M54 B30.
wenn, dann würde ich mir sowas holen. Und das einzige Auto, das ich da sehe, ist der Laguna Seca Blaue, den Schnitzer teilen. Der bietet sich dort an, weil ich das Auto nicht mehr verkaufen werde, weil der hat auch schon viel runter und die Teile, das zahlt mir keiner mehr, was ich da investiert habe. Da kann ich mir etwas schwer vorstellen, dass mir jemand das bezahlt. Und der würde sich anbieten. Allerdings ist die Sache, dass das recht teuer ist. Der Kompressorumbau kostet mit Eintragung und Einbau 5000 Euro. Und da kann man jetzt schon wieder über einen M3 nachdenken. Das ist auf jeden Fall eine Frage für nächstes Jahr, die ich mir da auch stellen werde. Ob dieses Auto einen Kompressor bekommt oder M3 oder mal gucken. Ja. Alright. Max XX, willst du mal einen Kompressorumbau machen bei einem deiner E46? Kommt mal einen E39 M5? Das mit dem Kompressor habe ich gerade beantwortet. Jo. Das mit dem M5 habe ich schon drüber nachgedacht. Es ist ja so, dass die E39 M5 wie der 540i eine andere Lenkung haben. Die haben so ein Kugelumlaufgelenk statt Zahnstangengelenk und das gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die wären mir zu indirekt, die Fahrzeuge, und ich werde mir keinen E39 M5 holen. Der gefällt mir, das gefällt mir einfach vom Lenkverhalten nicht. Auch wenn der natürlich einen tollen Motor hat. Lenkung ist ein bisschen anders beim M5. Der hat ein anderes Getriebe. Die sind vom Aufbau her, ja, sind beides Kugelumlauflenkungen, aber M5 hat eine ganz andere Übersetzung drin. Also das lenkt sich wirklich anders, das Auto. Lenkt sich anders als? Ja, lenkt sich schon anders. Ich lasse das auch drin, ja. Ich lasse mir ja gerne was von dir. Ja, von nee, also es lenkt sich anders. Für viele 540er-Fahrer ist es total erstrebenswert, eine M5-Lenkung drin zu haben, oder auch beim E38. Ist schon sehr, sehr anders. Also gut, dann müsste man sich das mal angucken. Gut, dass du das weißt. Weil der 540, der war mir von der Lenkung zu schwammig mit diesem Kugelumlaufding. Ja, das hat mich, wenn ich von meinem 540 in den 530 damals umgestiegen bin, bei den E39, das war wie zwei andere Welten. Ja, ist auf jeden Fall sehr anders. Luca 312. Soll ich dir meinen E39 M5, falls ich ihn nächstes Jahr wirklich verkaufen sollte, als erstes anbieten? Nee, brauchst du nicht, weil das muss natürlich immer so vom Zeitpunkt passen, wie Geld da ist, ob man Platz hat, also einen Stellplatz und so weiter und so fort. Das ist immer von so vielen Faktoren abhängig. Wir stellen einfach ganz genau so rein wie jeder andere. Und wenn ich den gerade suche, dann gebe ich mich schon zu erkennen. So, nächster Kommentar ist bloß gelber E46, absolutes Traumauto, keine Frage. Sanja fragt, inwiefern bzw. wie weit prägend war der Channel und deine Community auf die Liebe zu deinen Autos? Hattest du vor YouTube auch mehrere Karren, die du gehegt, gepflegt, umgebaut und restauriert hast? Und wer hat dich zum Videodrehen gebracht? Zum Videodrehen habe ich mich selbst gebracht, einfach so zum Spaß. Wollte ich einfach mal ausprobieren, um da einfach so zu bekommen. Das ist nicht so jetzt der Fall wie bei anderen YouTubern, wo man schon merkt, die wollen wirklich Geld mit YouTube verdienen und die wollen jetzt ihren Channel pushen, damit sie das jetzt hauptberuflich machen oder sonst da wie. Also da bin ich ganz weit von weg. Und ich hatte tatsächlich immer Autos, die ich gehickt und gepflegt habe, aber nicht in diesem Umfang, wie das heute der Fall ist. Damals kannte ich auch nicht so viele Leute, die mir da irgendwie helfen konnten. Das war so ein bisschen amateurhaft alles. Ich habe halt getan, was ich konnte, so wie es vielen wahrscheinlich geht, aber es hat halt das Wissen gefehlt, ganz ehrlich, so ins Detail reinzugehen. Ich hatte ja nicht mal einen Tester oder sowas. Das ist jetzt mit YouTube erst so gekommen und ja, das hat auf jeden Fall miteinander zu tun gehabt. Ganz klar. Sehr schön. DB fragt, meine Frage, verkaufst du mir den Laguna Seca Blauen? Ich verkaufe ihn nicht, weil das Auto war schon so sehr teuer. Der war ja in einem, man muss schon sagen, schrottigen Zustand. Also er hat jetzt kein richtiges Killer-Kriterium gehabt, wo jetzt Motorschaden oder ausgerissene Hinterachse oder sowas. Aber da musste alles gemacht werden. Das Fahrwerk steht ja noch aus. Die Schnitzerteile waren sehr teuer, die ich da gekauft habe oder die da drin sind. Ich müsste jetzt zu dir sagen, okay, ich verkaufe dir das Auto für 16,5. Aber kein Mensch würde das Auto jetzt für 16,5 kaufen. Also würde ich mal voraussetzen, dass das keiner tut. Und
Ich will das Auto auch nicht weggeben. Es würde dich auch gar nicht zufrieden machen. Also ja, Geld ersetzt dir dieses Auto nicht, was du... Genau, weil ich hatte ewig nach diesen ganzen Schnitzerteilen gesucht. Wirklich die ganzen Teile, die jetzt daran verbaut sind. Das Auto kriegt auch eine AC-Schnitzer-Carbon-Motorabdeckung. Das gibt es auch nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Also die habe ich wirklich in Kleinarbeit zusammengetragen, die ganzen Teile, die da verbaut sind. Es war ein Riesenaufwand und natürlich auch mein Hobby. Und da möchte ich mich, ich bin dieses Jahr 60 Kilometer gefahren damit und das waren nur Überführungsfahrten zu Werkstätten. Deswegen leider nein erstmal. Es kommt, finde ich, eine schöne Frage. Mr. F. fragt, woher die Liebe zum E46 und generell zu BMWs aus der Zeit? Ja. Wieso nichts Neueres, Älteres? Interessant fände ich außerdem, wenn du mal alle Autos eventuell in Reihenfolge aufzählen würdest, in der du sie besessen hast, inklusive deinem ersten Auto. Hm. Hui. Also, meine Eltern hatten immer BMW, allerdings so kleinere Maschinen, hier 316i und solche Geschichten. E36 hatte meine Mutter, E46 hatte sie zwei und ich bin da auch schon so mit aufgewachsen, sage ich mal. Mein erstes Auto war ein E46 318i Vorfacelift Limousine mit Klimaautomatik und Schiebedach und Handschaltgetriebe. Sonst hatte der keine Ausstattung, nicht mal Sitzheizung. Dadurch ist das irgendwie so gewachsen. Mein zweites Auto war ein Opel Omega B Caravan. Erst ein E46 330i geholt, das war ein Vorfacelift-Modell, sieht man aber alles in den Community-Updates bei YouTube, da habe ich das mal alles gepostet. Der hatte 5-Gang Handschaltgetriebe, auch keine Sitzheizung, er hat ein Klimaautomatik, CD-Laufwerk und M-Lenkrad und auch kein App-Paket oder sonst was. Und ja, dann hatte ich den C63, den 330, den ich gerade erwähnt hatte, den bin ich 9 Jahre lang gefahren. Also von 60 auf 1000 auf 230.000 bin ich den hochgefahren. Und da ist das irgendwie so gekommen, dass der Rhein 6er ist einfach mein Lieblingsmotor. Der geht bei mir noch vor die der ist mir lieber als die V8 Motoren. Und ja, das liegt auch an dem Motorenkonzept, an dieser Urigkeit der Fahrzeuge, an der Direktheit. Was Neues. Da käme für mich noch ein E92 oder ein E90 oder ein F30 in Frage, aber dann hört es auf, die ganz neuen Fahrzeuge gefallen mir einfach nicht mehr und die jetzt angekündigt sind, die ganzen Strom, also Elektrofahrzeuge sowieso erstmal nicht. Irgendwann werden wir alle damit rumfahren, weil es sich nicht vermeiden lässt im Alltag, aber solange es noch geht, fahre ich noch mit einem Benziner. M069 fragt, hättest du mal Bock auf so ein älteres Auto, sowas in Richtung E30, E28, E24? Nein, nicht unbedingt. Die sind mir zu weit weg von der Technik. Ich habe da kein 16:9, ich habe kein CD, doch CD-Wechsler haben manche von denen. Aber das ist mir einfach dann gleich ein Ring, so ein richtiges Track-Tool, wie man das nennt. Aber so, das fühle ich nicht so richtig. Die sind mir zu alt. Da habe ich keine irgendwelchen Erinnerungen, die ich da verbinde. Die sind auch sehr teuer, die Autos. Das weiß ich nicht, warum. Habe ich keinen Bezug zu. Muss ich einfach sagen. Simon F. fragt, könntest du dir ein Treffen mit der Community vorstellen nächstes Jahr? Natürlich nur, wenn es die aktuelle Lage, wenn es das passt. Wie das so mit Corona sich weiterentwickelt, wenn sich das nächstes oder übernächstes Jahr auflösen sollte, sodass es sich wieder normalisiert, könnte man vielleicht sagen, im Rahmen eines Tuning-Treffens, das sowieso in Berlin stattfindet, dass man sagt, okay, wir treffen uns alle bei den Tuning-Treffen und dann machen wir so eine Ecke für uns, jetzt für E46, aber jetzt nur so, ja, das ist mir... Da kann man doch was nutzen, was schon besteht, finde ich ein bisschen zweckmäßiger, weil die haben doch immer so Grillbuden aufgebaut und sowas. Genau. Also wenn man das jetzt einfach so mal auf irgendeinem Parkplatz macht, ja, denke ich, das ist so die bessere Lösung. Daniel 0712 fragt, also ich hätte ja Interesse am 535D E61, so in 2 bis 2,5 Jahren. Ist ja keine Frage. Ja, den werde ich auch
noch 2 Jahre fahren, denke ich. Das könnte sogar passen. Mhm. Aber ich habe da keine Bauchschmerzen, das Auto loszuwerden, weil ich habe schon gemerkt, dass E61 535D mit so viel Ausstattung, das ist mal vom Preis eine ganz andere Liga, wie die gehandelt werden. Das habe ich mir, ich habe natürlich auch nicht wenig dafür bezahlt und für die Instandsetzung auch viel bezahlt. Und es gibt viele Leute, die auf solche Fahrzeuge lauern. Immer wenn ein E61 mit der Ausstattung, mit Sitzbelüftung und dies, das Head-Up-Display online ist, der ist einen Tag später sofort weg. Ist mir schon aufgefallen, dass da viele drauf lauern. Die wollen einen voll ausgestatteten E61, aber am Ende gibt es gar nicht so viele. Die meisten haben so mittlere Ausstattung. Loco Musik fragt, was wird mit dem E38? Ja, der E38, der gehört mir gar nicht. Der gehört Markus, der jetzt gerade hinter der Kamera sitzt. Der ist aber gar nicht angemeldet dieses Jahr. Da muss nächstes Jahr noch sehr viel dran gemacht werden, dass der überhaupt fahrfähig ist. Und ja, so wie viele Autos mir demnächst, die wir vorstellen, gar nicht gehören. Die gehören Markus. Und Achtung, falscher Eindruck. Ich habe auch nicht so viele Autos. Aber Sneak Peek wird noch ein Z3 Roadster vorgestellt. Und im besten Falle dann eben noch, falls es zu einem E46 M3 Cabrio kommt, was ich mir sehr, sehr gerne noch wünsche. Mir ist es dann an der Stelle nicht. Ja, also ich habe, also sind nicht alle Autos, die ich zeige, sind meine. Zum Beispiel das W204 Coupé C350 ist ja auch nicht meins. Das habe ich auch nur so vorgestellt, weil der Besitzer im Bekanntenkreis ist und auch bekannt ist, so in der Community. Ja, der 740i gehört mir nicht. Und wir machen noch ein paar Videos von Autos, die mir auch nicht gehören werden, aber die sehr zeigenswert sind, also die besonders sind und die ich nicht vorenthalten will. Ja. Sehr schön. Toni H. fragt, meine Frage, was hältst du vom Hyundai i30N? Ich weiß, kein BMW und so weiter, aber vielleicht hast du eine Meinung dazu. Der i30N ist langsamer als ein E36 328i. Punkt. Das gibt ein YouTube-Video, da haben Briten oder Amerikaner das getestet, die beiden Autos gegeneinander fahren lassen. Und der 28er war als Cabrio schneller, als Handschalter Cabrio. Also das Auto ist so ein bisschen unterm 330 anzusiedeln, so eben auf der Autobahn würde ich schätzen. Also der ist lauter, als er schnell ist tatsächlich, angeblich. Ich bin ihn noch nicht gefahren, der wurde ja auch hochgelobt, auch von JP und anderen YouTubern. Das ist ein Auto, was so für Jugendliche, also für junge Männer ist, sage ich mal. Das, was der heute ist, war zu meiner Zeit, als ich einen Führerschein gerade hatte, der Ford Focus ST in Knallorange. War sehr angesagt damals und so nehme ich das Auto heute wahr. Und für mich ist es nichts. Also ich bin für mich da ein bisschen zu alt. The Dude fragt, was hältst du von einem E92? Kommt nochmal ein Dieselprojekt? Der meint, der spielt wahrscheinlich darauf an, von Fahrdoch auf diesen Kanal. Die haben ein 335 E92 Projekt. Also Diesel, 335 Diesel. Nee, erstmal nicht, weil ich habe ja einen 535 Diesel und da sehe ich jetzt nicht den Mehrwert. Nur der sitzt dann in der kleinen Karosse drin, sage ich mal. Da kann man nochmal Leistung machen, aber ich brauche es jetzt nicht. Ich brauche jetzt keinen Dieselrenner, der jetzt abgeht wie die Hölle nach vorne. Ja, wenn ich bei Fahrdoch haben sie doch auf dem Channel, haben sie so ein Projekt und ich kenne den auch, der diesen Channel betreibt und ist ein korrekter Typ und das Projekt gibt es ja schon bei YouTube. Also wird es das bei mir erstmal nicht geben, weil ich will nicht immer das machen, was andere sowieso schon machen und dann irgendwas nachmachen. Das machen wir nicht. Gibt es genug andere Sachen. Sehr gut. Albert Leis fragt, wann fing die Liebe zum Detail bei dir an? Ja, also das kam wirklich jetzt so erst im Laufe. Na gut, das war schon immer da, aber durch Markus jetzt, er hat natürlich jetzt damit immer angefangen, er ist ja so detailverliebt und hat immer mir Sachen gezeigt, hier mal guck mal da, mach mal hier, da das Spaltmaß und da die Scheibe nicht richtig eingestellt und so. Sonst war ich da wirklich gröber, auf jeden Fall, hab dann gar nicht mal so ins Detail geguckt. Das ist
habe jetzt auch nicht so das Riesenwissen gehabt, um das so auszuleben, diese Detailverliebtheit. Es ist jetzt im Laufe der Zeit natürlich immer mehr geworden. Die Autos fordern das auch, weil die immer älter werden und da muss man wirklich ins Detail gucken, sonst bleibt man mit der Kiste liegen auf der Autobahn, wenn man nicht mal genau hinguckt. Die Autos haben es vorher gar nicht so abgefordert, weil die E46 ja nicht so alt waren. Die sind ja jetzt erst so alt geworden, logischerweise. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Also ich will es wirklich schon, wenn, dann schon so 90%ig haben, um zufrieden zu sein. So ein grober Rundumschlag, das reicht mir nicht mehr. Mhm. Ja. Burnout Gallery fragt, warum 333 Coupés anstatt einen 3? Oh, das wollen viele wissen, das habe ich auch schon beantwortet. So, also die Auswahl, die Autos sind gar nicht so gleich, wie man sich das denkt. Die sind alle drei unterschiedlich, die fahren sich alle anders, die sehen alle anders aus. Und ich habe zurzeit nicht Lust, das alles zusammenzuschmeißen, um dann ein M3 zu haben. Ich könnte mir höchstens vorstellen, einen zu verkaufen, dann nochmal finanziell was. Und ich könnte es mir nur vorstellen, einen zu verkaufen, dann nochmal was draufzulegen und dann einen durch einen M3 zu ersetzen. Aber nicht irgendwie alle drei zu verkaufen oder zwei zu verkaufen, ist mir zu viel Verlust dann für mich an Auto. Obwohl finanziell, man könnte zwei verkaufen, eintauschen gegen M3, ist mir schon klar. Also, das kann man eher einfach ausrechnen. Fnego LP fragt, hast du mal vor, einen E46-Treff zu machen, beziehungsweise vielleicht Zuschauerautos zu zeigen, indem man sich zum Beispiel bei dir bewirbt per Mail und dann jemanden einlädst oder in seine Stadt fährst? Also das mit dem Zuschauertreffen habe ich schon beantwortet, aber das mit dem in die Stadt fahren und Autos begutachten, finde ich wirklich eine gute Idee, weil nichts anderes haben wir gerade gemacht. Wir kommen ja gerade von dieser M3-Besichtigung und da haben wir von dem Sammler, der dort halt noch andere Autos hatte, oder er wollte ja, dass wir, weil wir uns so gut auskennen, jedes von seinen Autos mal auseinandernehmen. Und das haben wir auch getan und jede Menge gefunden. Also an Nebenluft und so weiter, was die Motoren da gezogen haben und dies und das und Roststellen. Man kann das gar nicht allein so alles wissen oder alles rausfinden. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall eine Sache für nächstes Jahr. Ja, finde ich auch gut. D von NK. Warum der Fokus auf den E46? Verstehe durchaus die Liebe, fahre auch einen 330 CI Facelift und könnte den gefühlt niemals verkaufen. Aber wenn man sich mehrere Autos leisten kann, könnte man dort auch viele andere tolle Autos fahren haben. Warum hast du dir bisher keinen E46 M3 angeschafft? Oh Mann, das sage ich jetzt aber nicht mehr mit dem M3, habe ich jetzt oft genug gesagt, aber man könnte sich ein neues Auto holen. Aber will ich nicht. Die sind mir alle so emotionslos, da kommt nichts rüber. Die fahren sicherlich gut, aber zurzeit nicht. Und dem Channel wäre auch nicht geholfen, würde ich jetzt alle Autos verkaufen und würde mir einen Jahreswagen AMG holen. Toll, dann hätte ich einen AMG und dann könnte ich einmal ein Video darüber machen und das wäre es dann. Top Sache. So, der Albert Leister fragt nochmal. Wie schmerzhaft ist es für dich, ein Auto zu verkaufen, wo du alles erneuert und so viel Kraft, Liebe, Leidenschaft hineingesteckt hast? Und wie kommt es dazu, dass du Fahrzeuge verkaufst? Welche Hintergründe stecken dahinter? Ja, gut, das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also erstmal bin ich bei so Fahrzeugverkäufen bin ich wirklich dünnhäutiger geworden als früher, muss ich sagen. Früher war es so, dass ich dann irgendwann abgeschlossen hatte und gesagt habe, so adios, weg damit. Aber heute würde ich das nicht mehr vertragen, wenn jemand zu mir kommt und das Auto da großartig mies macht. Wenn jemand jetzt kommt und da alles mies macht, das geht aber jedem Sammler so, würde mir auch die Hutschnur aufgehen, denke ich. Ich hatte zwei so Kandidaten, als ich damals meinen Oxford Grün E39 verkauft habe. Den 540er, die haben dann irgendwelche wilden Schatten im Lack gesehen und hier, da ist eine Reflexion und so, da hat es mir echt gereicht. Also da hatte ich wirklich die Nase voll und sowas gebe ich mir auch nicht mehr, weil muss ich nicht. Was war der zweite Teil der Frage?
Wie kommt es dazu, dass du Fahrzeuge verkaufst? Welche Hintergründe stecken dahinter? Ja, das hat dann immer den Hintergrund, dass ich mir was anderes holen will, was im Auge habe. Oder ich mit dem Fahrzeug so durch bin, sag ich mal, vom Gefühl, dass ich sage, okay, ich habe den jetzt lang genug gehabt, bin viel genug gefahren und ist mir jetzt einfach ein bisschen langweilig geworden und das kann jetzt jemand anders haben und dann bin ich einfach durch damit und dann passt das. Sven Schäffler hat zwei Fragen. Wie schätzt du die Entwicklung der E46-Baureihe zum Youngtimer ein? Möglicher Wertzuwachs. Und wie beurteilst du andere Motorisierungen, zum Beispiel 325, 320 oder einen frühen 328? Wertpotenzial sehe ich auf jeden Fall, weil Technologiewende, es wird, machen wir uns nichts vor, in 10 Jahren oder in 7 Jahren wird es nur noch E-Fahrzeuge geben. Guckt euch mal die neuen Produktpaletten bei BMW an. Da gibt es keine Hybrid, da gibt es keine Verbrenner, da gibt es nur noch reine E-Fahrzeuge in Zukunft. Bin ich der Meinung, dass das so kommen wird, wie auch immer. Und so eine Situation gab es auf dem Gebrauchtwagenmarkt noch nie. Ich denke, dass die Topmodelle, also 325, 330 und M3, steht einer, okay, noch weiter an Wert gewinnen, einfach weil die Autos nicht mehr neu hergestellt werden, es werden immer weniger, es gibt Unfälle, die werden geschlachtet, was auch immer. Ich denke, dass die Situation jetzt eine andere ist, wie sie sonst immer war, wo man das so ein bisschen vorausrechnen konnte. Ich denke, dass das alles anders kommt, als viele denken. Und dass die Preise diesmal nach oben offen sind, weil die Situation einfach ganz anders ist. Ansonsten 328 finde ich auch gut und da wird es auch nach oben gehen, denke ich. Aber so Sachen wie 318, 320 finde ich eher schwierig, weil da will dann keiner hingreifen oder nur, wenn er wenig bezahlen muss. Die Autos werden immer so ein bisschen Ladenhüter bleiben. Die beiden nächsten Fragen, die ähneln sich sehr. Die fragen nach, was war dein erstes Auto und was war dein erster BMW? Und vor allem, welches war dein Lieblingsauto, auch wenn du es schon verkauft hast? Mein erstes Auto war ja, wie gesagt, E46 318i 4-Facelift. Und mein Lieblingsauto ist mein Estoril-blauer Clubsport mit SMG-Getriebe, den ihr alle kennt, der auch überall da auf meinem Channel zu sehen ist, auch in den kleinen Bildchen. Neuerdings habe ich ja nochmal neue Bilder gemacht, sag ich mal, als Wasserzeichen und was es bei YouTube jetzt alles gibt. Ich fand den W205 C63 AMG natürlich auch toll. Leider hat er ein bisschen geklappert im Innenraum, obwohl er neu war. Das Problem hatten ja viele. Aber ich muss sagen, ich hatte mit diesem AMG wenig Probleme im Vergleich zu anderen Leuten. Guckt euch hier den Channel von Auto Test Service, heißt er glaube ich, an. Der viel mehr Probleme mit seinem C63 hatte. Der hatte zur selben Zeit den Kombi gekauft, wie ich die Limousine mir geleast habe damals. Und der hatte ja noch andere Probleme oder andere hatten noch mal viel gravierendere Probleme. Die hatte ich alle nicht. Bei mir wurden nach 25.000 die Stoßdämpfer getauscht vorne. Und er hatte Klappergeräusche im Innenraum, die immer wieder gekommen sind, auch nach Nachbesserung. Das hat halt genervt. Heute würde ich das alles selber in die Hand nehmen, aber es war ein Leasingfahrzeug zu der Zeit. Da wollte ich das nicht machen oder habe es nicht eingesehen. Das war auch ein schönes Auto, ja. Ich würde mir nochmal ein C63 holen, so, aber es ist auch eine finanzielle Sache, weil das Auto, also das Auto, da zahlt man Minimum, egal ob man liest, finanziert oder kauft und dann den Wertverlust hat, zahlt man immer 1.000 am Monat. Immer. Das Auto ist einfach teuer. Mhm. 153 hat eine sehr lange Frage. Kannst du all deine Autos, die du besitzt, beziehungsweise besitzt hast, in Reihenfolge aufzählen? Ist ja schon gemacht. Wie sehen deine Pläne fürs kommende Jahr aus? Was zahlst du jeweils an Steuern und Versicherungen? Von welchem Anbieter holst du deine Ersatzteile, falls es mal preislich von BMW zu teuer wird? Schon seit 1.900 Abos dabei und es ist einfach schön, dir bei diesem Wachstum zuzuschauen. Ja, es ist vielen Dank erstmal. Vielen Dank erstmal, dass du schon so lange dabei bist und auch an alle anderen so, dass die den Kanal gucken. Das freut mich halt. Das ist halt ein Hobbykanal. Und da freue ich mich natürlich nochmal extra, weil wir natürlich hier nicht so die großen Möglichkeiten haben, wie andere Kanäle jetzt, das irgendwie in Produktion und Cutting so viel Aufwand zu stecken. Mir geht es am Ende darum, Content zu vermitteln. Ja, und hier nicht
großartige Meisterwerke der Inszenierung abzufeuern. So, zum Aufzählen hatte ich gesagt, das gibt es bei Community Updates. Ansonsten Pläne für nächstes Jahr habe ich noch nicht so richtig feste. Und da muss man gucken, wie es sich ergibt. Ich würde nächstes Jahr schon in die Richtung M3 gehen. E92, E46, M3. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Oder E36 hätte ich gesagt, 323i. Ja, habe ich alles beantwortet. Achso, Teile. Ja, Teile hole ich immer vom BMW. Internet, also per Internet. Und wenn nicht, eBay. Einfach reinhämmern, gucken, was für Anbieter machen noch diese Teile, also stellen das noch her und dann bestelle ich das einfach da, wenn es ein namhafter Anbieter ist. Ich glaube, das habe ich alles beantwortet. Ja, Versicherungen steuern finde ich kompliziert. Steuern kannst du einfach nachgucken und Versicherung ist so stark von vielen Faktoren abhängig. Würde ich übrig lassen. Ja. So, wird auch irgendwann ein Projekt kommen, das kein BMW ist? Ja. Ja, ja, also Mercedes. Mercedes AMG oder Mercedes allgemein, bin ich offen. Gucken wir mal, ob sich was ergibt oder ob ich da mal richtig Lust habe. Aber jetzt wirklich kurzfristig oder jetzt absehbar auf die nächsten sechs Monate wahrscheinlich nicht. Freche Forelle fragt, ist es die Liebe zur Marke bzw. zu den Fahrzeugen oder was genau treibt dich an, so einen Fuhrpark zu haben? An Autos, an alten Autos, an klassischen Autos mit einem guten Fahrgefühl, mit einer unverfälschlichen Wahrnehmung, wenn du das Auto fährst und einer guten Rückmeldung, dass alles zusammen ist und einer Wertigkeit im Innenraum. Ja, das macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich das. Okay. Letzte Frage von Markus W. Wann gibt es endlich ein neues Titelbild? Ist das von dir? Ja. Das Titelbild habe ich gestern geändert. Okay, wunderbar. Der müsste jetzt in der Prüfung, Sie müssen es mal prüfen, das Titelbild müsste sich morgen ändern. Oder heute schon. Naja, cool. So, dann haben wir, es gibt noch Instagram-Fragen, die machen wir beim nächsten Mal, sonst wird es jetzt noch länger. Das Video ist jetzt schon so extrem lang, aber mir war es jetzt wichtig, mal alle Fragen von euch zu beantworten. Ja. E46 M3 bleibt auf jeden Fall ein Thema, als Cabrio, Coupé, was auch immer. Und schauen wir mal, was sich hier so ergibt. Und wenn wir uns ein Fahrzeug holen, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. So, ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Abo, Like. Abo, genau. Ja, wenn ihr zum ersten Mal auf den Kanal stoßt, dann lasst mir gerne ein Abo da oder ein Like. Und ich freue mich über jedes Abo wirklich. Wie gesagt, das ist ein Hobbykanal. Kommentare sind auch immer toll. Kommentare sind eine Top-Sache. Wunderbar. Alles klar, ciao.